Was geht ab, Leute? Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, heute Tag Nummer 6 am Start und heute geht es um das Thema Cardio-Training. Cardio-Training in der Diät und wofür ist das gut, wie mache ich das? Und ihr habt schon im Intro gesehen, ein bisschen, wie ich das mache. Warum ich das so und so mache, erzähle ich euch jetzt im Laufe dieses Walks. Und zwar laufe ich gerade zu Fuß zum Training, das heißt nach Bergisch Gladbach. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind. Ich muss es mal eben checken. Ja, also von da, wo ich jetzt gerade bin, sind es 3 Kilometer. Ich schätze mal, so 2 Kilometer bin ich schon gegangen. Das heißt, sind so 10 Kilometer hin und zurück. Und ja, so sammle ich einfach ein paar Schritte, um ein bisschen mehr Kalorien zu verbrennen. Eigentlich ganz, ganz simpel. Ja, das kann man natürlich nur machen, wenn man die Zeit dazu hat. Aber heute habe ich ein bisschen Zeit. Bin ein bisschen früher aufgestanden, damit ich das machen kann. Und die letzte Woche war so hart und stressig. Und deswegen tut das auch mal ganz gut, jetzt einfach ein Stückchen zu gehen und mal ein bisschen Musik zu hören, zu relaxen. Ich mache das Ganze halt einfach auch, weil ich einfach überhaupt keinen Bock habe, aufs Laufband Cardio-Training machen zu gehen. Ich finde das einfach richtig langweilig. Und wenn ich laufen gehe, was ich auch echt vermeide wegen meinen Knien und so, dann nur, wenn es einen richtigen Grund hat. Das heißt, wenn ich für irgendwas wirklich trainieren muss, dann gehe ich halt auch wirklich laufen und sonst lasse ich das Ganze. Hier nebenan war gerade Pizza Boy. Ich habe immer Bock auf Pizza, wenn Diät ist. Die Diät muss gerade anfangen, erster Tag, und ich habe Bock auf Pizza. Ja, wundert euch nicht, warum ich einen Aufzug nehme. Meine Beine sind so tot vom Bricklethics. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ey. Boah, ich bin richtig nass geschwitzt. Sogar mein Rucksack ist nass. Naja, jetzt ein kurzes Rückentraining raushauen. Und dann erzähle ich euch noch mehr zum Thema Cardio. Trainingsvlog und Cardio-Vlog für heute. Ich mache mich jetzt auf dem Heimweg zurück. Die Wolken werden langsam dunkler. Bevor es anfängt zu regnen, muss ich schnell nach Hause kommen. Aber noch zum Thema Cardio. Cardio könnt ihr machen, wenn ihr möchtet, um einfach euer Kaloriendefizit zu erhöhen. Das ist genau das gleiche wie beim Krafttraining. Ja, ihr müsst natürlich trainieren. Bisschen intensiver, wenn ihr in der Ernährung halt nicht so viel machen wollt, ja. Also wenn ihr wie ich eher in der Ernährung ein bisschen spart, dann müsst ihr natürlich auch nicht so viel Cardio-Training oder so ein langes Krafttraining machen. Und ja, das kommt halt auf euch an, wie ihr das Ganze angeht. Wenn ihr ein entspanntes Training haben wollt, müsst ihr natürlich in der Ernährung mehr machen. Und wenn ihr aber entspannte Ernährung haben wollt, müsst ihr im Training mehr machen. Ja, so sieht's aus. Hier oben ist Dach vom Topfit. Hier war jetzt auch der Nico-Porn entstanden, der allererste. Der Typ ist ziemlich deprimiert. Ich denke hier, Alter, was ist denn falsch gelaufen hier bei dem? Anabol, bis es mich killt. Make it living.
Also Nico Natural nicht möglich, ist nicht zufrieden mit dem letzten Video. Wie gesagt, ich mache mich jetzt schnell auf den Heimweg, bevor es anfängt zu regnen, Leute. Bis zum nächsten Video, abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr Fragen habt noch zum Thema Cardio-Training oder Training allgemein, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich beantworte gerne nochmal alles extra am Ende dieser Sixpack-Vlog-Challenge-Reihe. Bis zum nächsten Video. Ciao.